Das war toll. Warum? Das hat mich jetzt irgendwie erfreut. Das da ist Günther. Die Birke. Ist weggeballert. Sehr gut. Nein. Günther ist toll. Günther ist mein bester Freund. Ich finde das ja immer noch ein bisschen komisch, dass sie einen Baum als Freund hat. Günther ist toll. Günther ist toll. Günther ist toll. Das war knuffig. Günther ist ja auch toll. Oh. Ach. Warum redest du eigentlich nie immer so? War halt Baum. Sonst redest du immer so voll demotiviert. Ja. Aber wenn du mir jetzt noch Eiche geben würdest, dann würde ich total motiviert reden. Ich merke das schon. Allein bei dem Thema Eiche wächst du schon über dich hinaus, förmlich. Bist erwachsen wegen Baum. Irgendwer hat noch einen Creeper hochgehen lassen. Niemand! Das war. Ich bin mal dafür, okay, der niemand. Okay, hab nie gehört. Parobos. Parobos. Nein, sie hat gesagt niemand, nicht ich aber war's, das ja. Hörst du bitte zu? Aro, ich höre dir gerne zu. Das war ja wohl voll knuffig jetzt. Ah. Oh, ist sie süß. Du solltest das lassen. Wow, toll. Das heißt toll. Ja, toll. Du musst noch einiges lernen. Das heißt toll. Das heißt ja auch Schinken. Nein, das heißt Bacon. Nein, das heißt Schinken. Nein, das heißt Bacon. Ich bin der Besitzer des Schinken. Bin ich echt? Ich habe unten richtig fetten Schinken in meinem Kühlschrank. Wir haben auch Schinken im Kühlschrank. Wir haben auch Schinken. Auch. Ja, aber nicht so viel wie ich. Ich glaube, das sind 5 Kilo. Ja, gut, wir haben, glaube ich, 2,5 Kilo. Leo, oh. Lebst du? Nein. Leo? Leo stirbt gerade. Braucht noch jemand 30 ja, Spruce Wood? Ja. Nachdem dein Haus in die Luft geflogen ist, brauchst du das nochmal, ne? Hier, guck mal. 15 für dich. Und 15 für Niki. Was? Jetzt brauche ich nur noch Eiche. Dein Ernst? Ja. Gut. Caro? Ja? Where are you? Warte. Ich war gerade bei Julius Feld hinten. Das ist meins. Ich möchte mit dir eine Erkundungstour machen. Okay. Das ist meins. Wer jetzt hier das Wort mein benutzt, ist nicht im Projekt. Der hat das Projekt nicht verstanden. Jeder spielt hier miteinander, Leute. Jeder spielt miteinander. Es gibt hier kein meins und kein deins. Ende. Nein. Okay, dann ist es jetzt unser Hallo. Schinken. Hallo. Und nicht nur dein Schinken. Genau. Oh, meine Lederschuhe sind fast kaputt. Okay, Leute, Rocky ist weg, sturmfrei. Okay, wohin jetzt? Ich sehe euch alle. Das ist dir hoffentlich bewusst, ja? Bäume sind toll. Bäume sind toll. Was hat dir Günther angetan? Okay, Caro, such dir was aus, was wir machen. Ihr geht jetzt Eichenholzfarm. Wir bauen ein Haus. Ja, Eiche ist toll. Wir gehen jetzt Eichenholz farmen. Ja, noch ein bisschen Schwarzeichen. Okay, lass uns Eichenholz farmen. Ist das da vorne Eichenholz? Im Sumpf ist Eichenholz. Hast du denn eine Axt? Im Sumpf ist Eichenholz, ja. Und da vorne ist ein Skelett. Oh! Hier, nimm meine halb kaputte. Mehr hab ich nicht. Das ist bestimmt die von Juju. Dani? Weiß ich nicht. Sie könnte gestorben sein. Dani, was machst du da? Wie eigentlich immer. Ich wollte mein Haus da oben drauf bauen. Haben wir in unserer Holzkiste überhaupt kein Holz mehr? Ja, das snackt ja mal hier. Ich möchte nur, weil hier ist mein Haus. Ist das das Richtige? Bist du noch hier so 20 Bürger? Haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist da vorne. Irgendwer wollte. Ich wollte Eiche. Eiche ist toll. Hallo, ich? Eiche ist doch Oak. Ja, richtig. Jenny. Ja, okay. Siehste. Wir haben ein kleines Problem, weil der Eingang
ist 5 breit unterwegs, 6, wenn du verstehst, was ich meine. Dann setzen wir halt außen noch Gravel dran. Aber... als Trampelpfad, das ist diese typische Abkürzungslinie. Irgendwer trampelt immer über den Weg drüber, um abzukürzen. Okay. Caro, wir sollten vielleicht auch noch versuchen, die Saplings davon aufzusammeln und die dann wieder in unserem Dorf anzusiedeln, weil ich glaube, von dem Holz hier hatten wir eben nur noch 3 Bäume. Okay. Willi, wo bist du gerade? Ja, hier. Gute Angabe. Ungefähr bei dem äußeren Feld. Okay, bei dem äußeren Feld. Ja, bei dem, was... äußeres Feld. Soll ich wieder reinkommen? Nein, alles gut. Alles gut. Ich komm mal rein. Ist sie? Caro, kommst du mit? Wer hat denn hier was gebaut? Okay, Lissy. Wo ist Leo? What the heck? Hey, wollen wir? Okay, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das kriegt von mir einen Screenshot. Heute habe ich leider keinen Screenshot für dich. Okay, haben wir. Caro, der Mutbär. Wie bin ich hier hingekommen? Ende. Hier hinten. Sie hat ein Hühnchen auf dem Po. Ja, ich habe mich draufgesetzt. Achtung, es beißt. Was? Und was macht ihr jetzt genau hier, wenn ich fragen darf? Wartet mal, ihr müsst mal so da stehen bleiben. Ohne abspasten, bitte, jetzt. Okay. Spastet mal bitte ab. Zwinker. Okay, ich habe einen Screenshot gemacht. Sehr gut. Zwinker. Wo ist er hin? Das ist der neue Insider. Warte, das kann ich aber auch. Ich kann auch zwinkern. Super sexy. Du solltest das lassen, Rocky. Nein. Kannst du nicht, Rocky. Können nur Lissy und Leo. Hallo, oh, ja. Okay. Okay, das können alle. Wer hat denn hier gerade so LOL, guck dir das mal an hier, Caro. Das ist eine illegale Baumplantage. Ich verstehe das einfach nicht. Die widersetzen sich hier alle den Regeln. Es gibt jetzt Ärger von Chef Rocky. Ja, tatütata, die Feuerwehr. Ah, ne, Quatsch, der Sheriff ist da. Mann. Das gibt einen Strafzettel und man muss als Strafzettel. Aber sowas hier von, hallo. Über dein Haus. Was? Willi, was war jetzt der Plan? Ich bin der Boss. Hey, weiß nicht, wollen wir noch mehr? Wir haben Holz. Lissy. Ja, ich. Lissy, du Regenbogenpo. Ich komme. Wo bist du denn, du Regenbogenpo? Hier. Da. Makarotten. Da ist der Regenbogenpo. Hier, da ist ein Regenbogenpo. Da vorne. Ich hab's wieder aufgenommen. Hier, nimm den Rest vom Regenbogenpo. Da. Danke. So, jetzt ist ein Hund zufrieden. Immer gerne. Ja. Caro. Willst du mit mir die Nacht überbrücken? Ja, okay. Sie will mitmachen. Schau dir schnell das Schild an, dann weißt du alles. Welches Schild? Da. Das ist irgendwie funktioniert das nicht. Bei mir ist das. Ah, jetzt. Lissys illegale Baumplantage. Cool, ich hab eine illegale Baumplantage. Also Lissy, du bist der nicht ich. Wie sie sich jetzt erstmal freut. Wow. Okay, Leute, gehen wir nochmal schlafen. Können wir überhaupt jetzt schlafen? Schon? Geht doch noch gar nicht. Feierparty. Ich probiere das jetzt. Bis in die Nacht. Wiu. Ich kann noch nicht schlafen. Gleich nach dem Schlafen. Ja? Alter, ich dachte, wir... Mann! Ja, weil wir toll sind. Wir können hier versuchen, eine Kirche hinzubauen. Gib mir das Holz.
Weißt du, dann können wir hier eine Kirche machen. Hier ist dann so der Eingang. Mhm. Und dann kann man hier so rumgehen. Natürlich. Hier an der Mauer vorbei. Durch meinen voll geilen Weg. Aha. Hier. Nach da. Weißt du, und da hat man hier wieder eine Einbindung. Mhm. Hier hin. Wollen wir das versuchen? Ich hasse große Bäume. Och nö. Warum nicht? Wir schaffen das nicht. Bitte, lass es uns versuchen. Okay. Wir sind die Besten. Jenny? Dana, ich hasse dich. Was? Warum? Was hab ich getan? Wer hat den großen Baum gepflanzt? Ich nicht? Dann Leo, ich hasse dich. Welchen großen Baum? Ich weiß nicht. Welchen großen Baum denn? Wir haben mir so einen Riesenbaum auf mein Grundstück gepflanzt. Oh, den Junge. Musste ich abpflanzen. Oh, okay. Abflanken musstest du ihn. Richtig hart abflanken. Yoda. Yoda, ja. Okay, Holzsachen da rein. Oh Gott, das könnte jetzt natürlich noch ein bisschen dauern, bis ich hier fertig werde. Jenny, wäre es okay, wenn wir den Weg eventuell doch nicht schräg bauen? Oder beziehungsweise ich? Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Stonehoe und einem Stone Spade? Kannst ruhig machen. Okay, weil es wäre dann um einiges einfacher. Ja, dann machen gerade. Ich verstehe es nicht. Ich habe noch so ein Ding. Oh. Okay, Caro, aus was bauen wir das? Was war denn schön? Aus Koblé. Jo. Okay, dann nehme ich mal 4 Stacks Koblé. Vielleicht schaffen wir da damit wenigstens den Grundriss. Gut. Können wir jetzt schlafen gehen? Ja, können wir machen. Ich muss. Das wäre super. In welcher Kiste finde ich gleich die Kohle? Ich meine, wir haben gar keine Kohle mehr. Jana stand mit ihren Füßen auf meinem Bett. Oh. Hallo. Oh. Hallo. Oh, 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 da bist du etwas rübergeglitscht. Screenshot. Als ob das nicht beabsichtigt war, Caro. Mal eben, schaut bitte weg. Screenshot. Vor allen Dingen Caro so, oh, hallo. Das ist nur, weil Caro the best around ist. Genau. Mhm. Oh, den. Ja. Knuddel, knuddel, knuddel. Diese Reaktion ist einfach so richtig geil. Oh, hallo. Finde ich lustig. Ja. Yeah. Leo. Gut. Leo. Ey, Leo. Mein Haus. Ja? Au. Okay, Caro, wir müssen das jetzt hier. Vorsicht, wir haben gehittet, das ist ein Creeper. Wo ist ein Creeper? Hinter mir. Hey, Caro. Hallo. Wo ist er? Da. Hier hinten. Hier. Okay, wir machen hier in den Eingang. Nee, das ist nicht da. Und zwar. So, das ist der Eingang. Dazwischen kommt der Eingang. Was? Ui, geil. Brot. Jetzt habe ich 51 Brot. Was? 10 Fleisch und nochmal 5 Fleisch. Und 2 Äpfel. Und noch ein rohes Chicken. Ich wollte gerade sagen. Leo, du kannst mir das weg. Ja, Caro phrased gerade fleißig in sich rein. Leo Flyhead! Leo Flyhead! Muss ich ausnutzen. Leo Flyhead. Yeah, ich kann Leo, fliegen. Ja. Und ihr? Leo fliegt. Kann ich essen. Aha, aha, Leo fliegt. Aha, 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 aha. Wo ist die Essenstruhe? Aha, aha, aha. Bringt nichts. Back to the age. Oh. 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 Serverabsturz. Wie sich jeder freut. Ein fröhliches Hanukkah für euch alle. Okay, nein, funktioniert nicht mehr. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns da. Da sind wir wieder. Boah, ich wurde voll zurückgesetzt. Daniel. Jenny, und bevor du dich wunderst, ich habe deinen Hund eben aus Versehen mit einem Ei geworfen. Hey, mein Hund Kannst ist weg. Kannst du nur. Ja, das habe ich mich in dem Moment auch gefragt. Huch, nee, ich kann kein Fleisch bauen. Schade. Echt schade, stell dir das mal vor, wie geil das wäre. Ich baue jetzt mit Fleisch. Was wird das? Guckst du mich etwa an?
Da wollen wir gerade eine Kirche bauen und dann geht der Server down. So einfach ist das in unserem Minecraft-Projekt. Wenn was laufen soll, dann läuft's nicht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.